Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Monsterfreunde, liebe Freunde der klassischen Gruselunterhaltung. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein wahres filmisches Meisterwerk mitgebracht, wobei eins, nein, eins reicht nicht. Ich habe euch gleich vier mitgebracht, und zwar einmal Dracula aus dem Jahr 1931 von Regisseur Ted Browning mit Bela Lugosi in der Titelrolle. Dann noch Frankenstein. Frankenstein, ebenfalls von 1931, von Regisseur James Whale mit Boris Karloff in der Hauptrolle. Dann noch Der Unsichtbare. Der Unsichtbare aus dem Jahr 1933 von Regisseur James Whale mit Claude Rains ist natürlich nicht zu erkennen, weil er ist ja unsichtbar. Und last but not least, The Wolfman, der Wolfsmensch von Regisseur George Wagner aus dem Jahr 1941. Und in der Hauptrolle sehen wir Lou Chaney Jr. Also vier Filme der berühmten Universal Monster-Reihe. Es fehlen natürlich noch welche. Es fehlt zum Beispiel die Mumie, die ist nicht dabei. Der Rabe, auch ein Klassiker. Oder die ganzen Abbott und Costello-Filme. Wobei, das sind ja alles. Nein, das hier sind schon die vier. Ja, wobei, die Mumie hätte man schon noch dabei packen können. Jedenfalls diese vier Filme erscheinen oder sind jetzt erschienen von Universal Pictures Home Entertainment im limitierten 4K Ultra HD Steelbook oder in 4K Ultra HD Steelbooks, sind ja vier Stück, sind jeweils einzeln, und die sind alle Amazon-exklusiv. Das heißt, wollt ihr die haben, dann müsst ihr dem Onkel Jeffrey Geld schicken und dann schickt er euch die nach Hause. So, und wir schauen uns jetzt einfach mal diese vier Steelbooks an. Wir machen da gar nicht viel Federlesen, weil ihr wisst ja, erstens bin ich kein großer Steelbook-Fan und zweitens, ich gehe auch davon aus, so viel kriegen wir hier gar nicht. Es ist halt ein Steelbook, im besten Fall haben wir noch einen Innendruck und ja, Booklet ist ja eher unwahrscheinlich. So, zuerst mal Dracula und wir hören schon. Ja, das ist nicht so ganz optimal. Da hat sich schon irgendwas gelöst. So, wir machen das jetzt mal ab hier vorne. Ist hier vorne so verklebt. Dracula mit Bela Lugosi basiert übrigens nicht auf dem Roman von Bram Stoker, sondern auf dem Theaterstück. Und ist demnach auch, ich muss sagen, mit Dracula konnte ich persönlich nie viel anfangen. Also mit Dracula schon, aber eben nicht mit diesem Dracula. Bela Lugosi, klar, Bela Lugosi ist toll, ist super, aber ich finde diesen Film nicht so wahnsinnig gut. So, auf der Rückseite haben wir dann einmal hier oben eine Inhaltsangabe, hier das klassische Filmplakat, dann hier die Extras aufgeführt und dann seht ihr hier die Credits und die technischen Spezifikationen. Alles, was ihr wissen müsst, steht hinten drauf. Ansonsten ist das weiß auf der Rückseite. Das Steelbook selbst ist so leicht matt, hat hier oben schon eine ordentliche Delle, wie wir sehen. Ja, das wäre jetzt natürlich schon ein Rücksendegrund, wenn ich die nicht gestellt bekommen hätte. Aber das hier ist schon ziemlich blöd. Ja, dann haben wir vorne drauf halt wirklich nur das Monster ohne großartigen Text und sowas. Macht was her. Auf der Rückseite, ach, da ist Dracula mit seiner Braut. Wer ist es? Helen Chandler? Ich glaube, das war Helen Chandler, die er hier die Treppe runterträgt. Genau weiß ich es aber nicht. So, und auf dem Spine haben wir dann halt den Titel draufstehen. Ja, was sonst? Innen drin haben wir die 4K Ultra HD Blu-ray, die ist schon rausgefallen, die schaut so aus. Und dann haben wir hier oben noch die reguläre Blu-ray, die lag auch nicht richtig fest drin. Die schaut so aus, das ist ein gezeichnetes Motiv, finde ich persönlich auch sehr schön. Ich glaube, das war auch das Motiv des letzten Steelbooks, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, in dem der Film als Blu-ray lag. Und wir haben einen Innendruck. Hier Dracula, wie er sich über sein Opfer beugt. Ja, schön, schön, muss ich sagen, ist ganz nett. So, jetzt packen wir die auch richtig rein, dass sie halten. So, und nehmen uns das nächste. Und das wäre dann Frankenstein, ebenfalls hier 90-jähriges Jubiläum, Limited Edition Steelbook. Ja, die Filme haben jetzt tatsächlich schon 90 Jahre auf dem Buckel. Wahnsinn, Wahnsinn. So, auch hiervon gab es mehrere Fortsetzungen, ebenfalls mit Bela Lugosi, hätte ich fast gesagt, Boris Karloff.
in der Hauptrolle. Und ja, ich persönlich mag ja Frankensteins Braut wesentlich lieber als Frankenstein, ist aber Geschmackssache, weil da haben wir diesen verrückten Professor, der Frankenstein da unter die Arme greift. Das finde ich, ist einfach cool. So, ja, wir schauen uns immer hinten drauf an, ist genauso aufgebaut wie Dracula. Das heißt, wir haben hinten einmal das klassische Filmmotiv, eine Inhaltsangabe hier, das ganze Bonusmaterial. Das ist übrigens auf der Blu-ray untergebracht, wenn ich das richtig sehe, und ist identisch mit dem Bonusmaterial sämtlicher vorherigen Veröffentlichungen. Heißt also, das Einzige, was ihr hier jetzt bekommt, was ihr noch nicht habt, ist einmal das Steelbook, das, wie ich zugeben muss, ganz nett aussieht. Und halt die 4K Ultra HD Blu-ray Disc. Wobei natürlich noch die Frage offen bleibt, wie sehr kann man einen 90 Jahre alten Film überhaupt noch verbessern? Also qualitativ, ja, das bleibt zu klären. Werdet ihr ja dann demnächst auf blu-ray-disc.de nachlesen können. So, vorne drauf haben wir Boris Karloff, auch hier ohne irgendwelche Schnörkel, ohne irgendwelche Aufdrucke, einfach nur das Motiv mit dem Monster. Auf der Rückseite haben wir den Doktor bzw. Professor Frankenstein, Professor Baron Frankenstein, wie er ja, das Lebenselixier zusammenmischt. Auf dem Spine steht Frankenstein in der üblichen Schreibweise. Hier ist uns nichts rausgerutscht. Was heißt in der üblichen Schreibweise? Im ja, jeder Titel hat ja so ein bisschen einen anderen Schrifttyp. Leicht anders. Groß anders ist das nicht. Ja, also es sieht immer noch einheitlich aus, aber es ist ein bisschen anders halt. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ach, jetzt habe ich Dracula wieder. Ja, der mischt sich immer noch von bla bla bla. Das ist die ganze, fällt mir gerade auf, das ist die gesamte Bande hier aus Hotel Transylvanien, ja? Sind sie alle? Sind sie alle? So, dann haben wir hier die Ultra HD Blu-ray, die schaut so aus. Und dann haben wir hier nochmal Karloff, die lag auch wieder nicht richtig drin, als Blu-ray. Und innen drin haben wir auch hier wieder einen Innendruck. Hier Igor. Ne, der heißt gar nicht Igor, der heißt Fritz. Der heißt Fritz. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der in der Originalversion Igor heißt. Müsste man mal gucken. Ich habe den bisher immer nur auf Deutsch gesehen. Auch schon mehrere Male, wobei das letzte Mal ist auch schon Jahre her. Ja, wie gesagt, ich finde die Filme alle toll, aber mir gefällt Frankenstein halt, Frankensteins Braut besser. So, dann kommen wir zum unsichtbaren Claude Rains. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans oder der Geschichte von H.G. Wells. Und hier muss ich sagen, der Film, der ist wirklich klasse, der ist großartig. Nicht nur, dass wir tolle Schauspieler haben, Claude Rains, ja, er spricht ja nur, man sieht ihn ja nicht, beziehungsweise er macht alles hinter diesen Mullbinden. Er hat ja keine Mimik quasi. Und die Effekte, muss ich hier auch sagen, die sind großartig, die sind wirklich toll. Wenn er die Maske abnimmt und dann ist da nichts mehr, oder er nimmt hier nur die Nase ab und die Brille und dann guckt man da ins Leere und dann sieht man da nur ein leeres Hemd tanzen, das ist schon ganz toll. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Film jetzt auch schon ja, einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, das ist von 1933. So, auch hier auf der Rückseite wieder das klassische Filmplakat. Und eine, ja, ihr seht es ja, eine Inhaltsangabe. Dann hier ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Bonusmaterial drauf, aber auch das ist identisch mit dem Bonusmaterial der bereits erhältlichen Fassungen. So, und hier haben wir dann ebenfalls vorne nur den Griffin drauf. Und auch hier wieder die Beule. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ist das bei Frankenstein auch gewesen? Dann, nee, bei Frankenstein ist sie nicht, oder ist sie unten vielleicht? Nee. Hier ist auch wieder die Macke drin. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist auf jeden Fall, ja, mich persönlich stört es ja nicht, ja, aber das ist einer der Gründe, warum ich keine Steelbooks sammle, ja, weil da hast du so schnell einen Kratzer drauf oder irgendwas und hier auch wieder rausgerutscht. So, oh, hier, da seht ihr, hier ist auch wieder ein Kratzer auf dem Spine. Das ist so ärgerlich, ja. Und ja, hier nochmal Claude Rains,
oder was von ihm übrig blieb, eine Szene aus dem Film. Also ich finde, da hat man sich schon Mühe gegeben. Die sind schon toll gemacht, die Steelbox. Echt schön, echt schick. So, hier haben wir die 4K Ultra HD Blu-ray, die schaut so aus. Und hier haben wir die reguläre Blu-ray, die schaut so aus, wieder mit dem gezeichneten Motiv. Und innen drin haben wir auch hier einen Innendruck. So, und jetzt drücke ich die mal richtig fest, dass sie auch halten. Böp. So, und dann packen wir den letzten aus, der Wolfsmensch, The Wolfman. Das hat eben gesagt, 1941, Lou Chaney Junior, das ist der Sohn von Lou Chaney Senior, ihr habt es vermutlich erraten, der Mann mit den 1000 Gesichtern, der hätte übrigens auch ursprünglich Dracula spielen sollen, ist aber kurz vorher verstorben. Der war nämlich vorher das große Gesicht, beziehungsweise die großen Gesichter von Universal. Er hat zum Beispiel das Phantom der Oper gespielt oder auch Quasimodo in, sag schnell hier, Glöckner von Notre Dame. Ja, und hier haben wir halt seinen Sohn als wie hieß er? Abbott, ne? Ist doch, glaube ich, Abbott. Talbot, Larry Talbot. Ne, Abbott war der Komiker. Von Abbott und Costello. Ah, ja, naja, gut, ihr wisst schon Bescheid. Ja, es ist alles schon ein bisschen viel heute. So, auch hier haben wir wieder das klassische Filmmotiv oder das klassische Postermotiv, eine Inhaltsangabe. Das Bonusmaterial ist diesmal etwas mehr. Und ja, hier die technischen Spezifikationen. Übrigens, hiervon gab es dann ganz viele Fortsetzungen, genau wie vom Unsichtbaren gab es auch viele Fortsetzungen von Frankenstein, aber die Originale sind unerreicht. Hier auch eine tolle Verwandlung, wenn sich der Talbot in den Werwolf verwandelt. Ist toll gemacht. Und als Zigeuner, damals durfte man das noch sagen, das sind ja Zigeuner hier, haben wir auch hier Boris, nee, Bela Lugosi, nicht Boris Karloff, Bela Lugosi. Ja, toll. Auch hier vorne nur das Motiv. Oh, jetzt ist das Licht aus. Mal sehen, ja, kriegen wir nicht hin. Gut, Beleuchtung ist ausgefallen, ist nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Dann haben wir hier Wolfman auf der Seite und hinten haben wir den Talbot, wie er in einer Bärenfalle steckt. Auch blöd. Das Gute ist, es glänzt nicht mehr so richtig. Ja, was ist denn da jetzt los? Wir sind das Licht ausgefallen. So, innen drin haben wir dann auch hier einmal die Ultra HD Blu-ray. Die schaut so aus. Und die reguläre Blu-ray mit dem klassischen Kinomotiv gezeichnet, schaut so aus und so schaut das Ganze von innen aus mit einem farbigen Innendruck. Schön, gefällt mir sehr gut. Also, das sind sie jetzt, die vier Steelbooks aus dem Hause Universal. Ja, Universal Pictures Home Entertainment wäre natürlich richtig cool, wenn man hier irgendwo irgendwie so ein Bild hat, das man zusammenlegen kann, dass das so eins gibt. Ist aber nicht gut, was soll's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Die Reviews zu diesen Filmen kommen in den nächsten Tagen. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bleibt gesund, bleibt geil, seid schlau, schaut blau und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.